Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, bin ich alleine. Tobias ist nicht da im Moment. Der ist gerade mal heute den halben Tag zu Hause gewesen, weil eigentlich Vodafone kommen wollte für den Internetanschluss. Die haben es dann jetzt doch nicht geschafft. Er ist jetzt gleich auf dem Rückweg wieder und wir treffen uns sozusagen bei Netto. Noch ein bisschen was einkaufen für morgen und was wir gestern schon geholt haben, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr habt es ja gerade schon mal gesehen, so das, was wir gestern schon mal geholt haben. Da haben wir dann einmal Kugelbombenraketen, und zwar sind die von Leslie, 4 Stück. Dann einmal 21 Raketen von Phoenix Feuerwerk, Cetos. Da sind 21 Stück drin. Hier sieht man schon welche und hier unten sind auch nochmal gleich eingepackt in dem Kleinen. Dann haben wir hier einmal eine Batterie, Nailed, 132 Schuss von was ist das überhaupt? Fireworks with a Bite. Okay, gut. Dann haben wir hier so kleine, ja wirklich, Babyfill heißen die. Mini-Raketen. Ja, das sind so Pfeifer, das sind 100 Stück müssten das sein, oder ne, das sind 50 Stück. Dann haben wir hier einmal eine 500er Knallkette von Nico Feuerwerk. Und zweimal China-Böller D, 80 Stück. Auch von Leslie. Und ja, was wir gleich noch holen, mal schauen. Vielleicht noch ein bisschen Kleinzeug oder so. Vielleicht eine Batterie noch. Und so ein bisschen Kleinzeug halt. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich dann da bin. Ja. Hallo. So, ja. Meine Raketis Teil 1. Raketen Teil 1 haben wir geholt. Morgen geht's weiter. Ich habe auch noch ein paar Böller geholt. Oh ja, haben wir gerade schon ausprobiert. Ich habe gerade einen Richtung Hügel geschmissen. Und ja, hat sich stumpf angehört, aber war aber ziemlich laut. Ja, man sagt ja immer 48 Stunden vorher darf man, also von daher. Ab Verkaufsdatum kannst du schon. Ja, aber die raten immer 48 Stunden vorher nur. Ja, ich glaube, wer macht das? Ja, kaum einer, genau, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, morgen holen wir noch ein bisschen was. Ja, nicht gerade wenig. Und 100 Kilo Sprengstoff holen wir noch, TNT. Na, BKS ist besser. Ja, okay. Und Polenböller haben wir noch bestellt, nein, Quatsch. Ah, ja. Doch, die haben wir auch noch. Genau, da haben wir auch noch ein paar von. Frisch geliefert aus Polen. Und dann sehen wir uns später. Ja, moin Leute, ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt, ja. Wir haben es 8.15 Uhr morgens, 31.12. und es sieht nicht wirklich schön draußen aus, aber das macht nichts. Wir werden jetzt gleich nochmal los. Fahren, um noch ein paar Besorgungen zu starten. Dann nehme ich euch natürlich mit. Also bis gleich. So Leute, wir sind da. Moin. Moin erstmal von seiner Seite. Wir sind angekommen. Schlechter guten Morgen für mich. Wie ihr sehen könnt, Netto Center Shop. Da gehen wir gleich rein. Die haben noch zu. Heißt, wir gehen noch erst nach Netto. Erstmal Kaffee holen. Ich schlafe ja bei Robin. Und neben Robin ist ja sein Stiefbruder, der Pier. Ich hab mir heute Morgen nur gedacht, New York Central Station. Als ob der dann eine Orgie veranstaltet hat. Und ne, also, egal, jetzt weiter. Ja, und dann, wie gesagt, geht mir jetzt gleich mal gucken,
was Center Shop noch alles so Schönes hat. So, ja Leute, also wir Leute sind jetzt wieder zurück und ja doch, die Ausbeute ist schon einiges, würde ich mal behaupten, oder? Also ja, wir waren auf jeden Fall nochmal bei Center Shop, bei Aldi und Lidl, aber Aldi und Lidl hatten Netto. Nicht mehr, und Netto. Aber Aldi Lidl hatten so gut wie gar nichts mehr, genauso wie Netto. Center Shop also war hier im eher, Dorf ist das normal. Center Shop war da eher schon noch die, wo sie wirklich noch was hatten, weil sie nochmal nachgelegt haben. Ja. Da müsste man echt nach Mönchengladbach fahren bei mir hin und. Richtig, richtig. Von was sind die denn? Mal kurz mal gucken. Ah, okay, ich weiß. Also ja, wir haben insgesamt, leg mal wieder hin. Wir haben insgesamt hier jetzt noch dreimal Luftheuler. Die sind von Leslie. Dann nochmal diese Babyfill, aber das sind die Easy Packs, das sind die anderen, da sind hier 50 Stück drin. Diese Luftheuler-Raketen, die kleinen. Dann einmal Ocean of Lights von Weco. Zweimal Bella Maria, müsste eigentlich auch von Leslie sein. Dann haben wir hier noch einmal Chili Pepper Family Pack. Dann nochmal die Kugelraketen hier von Mafiosi, auch von Leslie. Mafioso, du Idiot. Mafioso und einmal Dogfight und Fireworks with Bite. Ja, und hier haben wir nochmal die ganze Ausbeute, die komplette Ausbeute. Warte. Die komplette Ausbeute insgesamt. Und ja, ihr seht's, also die komplette Ausbeute, was wir so für dieses Jahr Silvester hier haben. Und ich denke, ich würde sagen, das reicht eigentlich. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen was, ne? Okay, das andere habe ich jetzt gerade noch. Das andere hat er in der Hand und. Okay, Andi musst du so machen. Ja, ich müsste da auch alles überkleben. Das dürfte ja eigentlich reichen und schauen wir mal. Wir sind eigentlich nur zu dritt und das müsste eigentlich reichen. Wollte ich gerade sagen. Naja, später nicht mehr. Also nur zu fünft. Aber egal. Wir sehen uns später. Richtig. Hey, wir sind fast beide. Pass auf. Nein. Das ist Niklas. Das ist Domme. Das ist Robin. Das ist Robin Freundin Michelle. Michelle, hallo, sag mal hallo. Und was machen die drei? Spielen Poker. Idioten-Poker, wisst ihr? Voll Idioten. Guck mal. Haben die alle schon gesoffen? Alles, Alter. Ja, alles. Das ist mit dir, das hast du nicht vergessen, ne? Ich trinke hier nur Bacardi Cola, weißt du, nur ein Glas. Ein einziges Glas, wisst ihr? Sitter, auf euch. Wir haben jetzt 23.04 Uhr, eine Stunde. Vielleicht noch. Wer hat denn jetzt? Schluck schneller. Jetzt können wir mal eine Partie mitgucken. Ach, wer hat? Gucken wir mal, was Dommer hat für Karten. Oh. Schlechte. Oh, gute. Was hat Robin? Das ist schlecht. Oh, der hat eine 7 und 8. Oh, der hat eine 10 und eine 5. Oh. Oh, ist jemand all-in gegangen hier? Nein. So, meinst du aus, du? Zieht euch aus, Jungs. Was sagst du, Domme? Zieht euch aus? Oh, ich hab zwei Perman. Ah. Zwei Pärchen, oh. Und. Schocke, Rade! Hey, da ist der Sieger der Runde. Domme. Ja, du perverse Sachen machen wir jetzt nicht. Robin. Was sagst du dazu? Ha? Ich bin einfach King. Und was sagst du dazu? Ihr seid einfach schlecht. Ich liebe euch. Vorsicht, meine Flasche hier, ne? Da auf der Straße.
Ja, mein Gott, jetzt.
Beste. Ich nicht. Moin Leute, ja, erstmal ein herzliches Willkommen zurück beim Video und erstmal an euch ein frohes neues Jahr, Leute. Ich wollte euch so ein bisschen hier zeigen, wie das hier draußen aussieht, ja. Und sagen, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, ja. Ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt. Ich werde jetzt mal rumgehen. Ja, ihr seht es, überall liegen die Reste rum hier. Hier mitten auf der Fahrbahn, auf der Spur. Könnt ihr sehen, überall die Reste. Die Batterien sind weg, die müssten irgendwo da. Oder sonst irgendwo liegen. Hier liegen ein paar Raketenstäbe. Ja, also überall liegen die Reste rum sozusagen. Irgendwo müssten auch noch Batterien sein. Aber es kann auch sein, dass die schon wieder weg sind, weil die standen nämlich hier. Wie man sehen kann, hier stand eine Batterie und hier irgendwo. Und da glaube ich auch noch mal irgendwo. Ich weiß eigentlich nicht, wo die sein könnte. Wo die sind, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Plan. Ist auch nicht so wichtig. Aber hier liegen bloß noch die paar Böller und so. Nichts Weltbewegendes. Warte mal hier. Okay, ist kaputt. Ist auch kaputt. Die Flasche hier hat irgendjemand Böller reingeschmissen, aber das ist nicht meine Flasche. Das ist definitiv nicht meine Flasche. Ja, hier haben wir die Reste noch von Tobias seiner Hülle von der Action Cam, wie ihr sehen könnt. Ja, ich höre mich schrecklich an, ich weiß, Leute. Tut mir leid. Hier könnt ihr sehen, da hat Gummi, da hat die Abdeckung hinten. So, der Rest müsste eigentlich da irgendwo liegen. Ja, Leute, wir sind mittlerweile in der Endcut vom Video angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt natürlich einen Daumen hoch. Schreibt auch was in die Kommentare. Und ja, hier kommt ihr zum letzten Video hier oben links. Darunter kommt ihr zum vorletzten Video. Und hier könnt ihr kostenlos abonnieren, wenn ihr das denn wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.